Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 auf dem Weg zu Top of the World, um Roses Quest abzuschließen. So. Ich frage mich mal ganz kurz, hatten wir eigentlich geguckt, ob wir hier bei letzter Abreise auch... Ah, höre das Kapitel Morgentau auf der Logbuch an. Oh Gott. Haben wir es noch gar nicht angehört? Na gut. Gehen wir erstmal zu Rose. Was ist denn? Hilfe! Oh Gott, ich steck fest. Wie bitte? Der kleine Teil hoch. Oh Gott, ich bin am Arsch. Oh, ich bin frei. Alles gut. Soll ich da einfach reinrennen, ohne die Zecken zu triggern? Ich will sie jetzt tot sehen, die dreckigen Viecher. In den Arsch! 27 Erfahrungen, ja, ist auch nicht die Welt, ne? Wie fett er geworden ist! Oh, töte Gliederfüßer. Okay. Sind die nervig? Das ist meine Truhe, oder? Nö. Einmal in den dritten, bitte. Stehen Sie da rum und vergeuden Zeit, weil Sie nicht wissen, wie Sie da wieder runterkommen? Brauchen Sie einen kleinen Schubser? Soll ich woanders hin? Soll ich in den zweiten Stock? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich sollte eine Quest durchgehend abschließen. Nicht immer halb. Okay, was mir jetzt noch einfallen könnte, ist vielleicht, dass wir das Gerät noch nicht gebaut haben. Auch hier nicht. Bastelwerkstatt? Oh, Pizza. Okay, pass auf. Fotomodus. Nein, nicht Fotogalerie, Fotomodus. So. Okay, ich muss in die andere Richtung gucken. So. Fotomodus. So, ich will ein Bild haben. Spiele anzeigen. Wütend, ja, Emotionen bringen jetzt auch gerade viel. Ach, Knien habe ich noch nicht gemacht, oder? Oh. Pizza. So, dann machen wir ein kleines Pizzafoto. Okay, das mit dem Kontrast ist echt schwer hinzukriegen. So, Filterchen. Soll ja ein bisschen Horror sein, wegen unserer Maske. Hier wild. Okay. Ja, neues Foto gemacht. Okay. Gehen wir mal ganz kurz nach Hause. Hey. Wehe, du warst bei mir zu Hause. Ich weiß echt nicht, was uns jetzt noch fehlt. Also wenn da jetzt in der Bastelstation nichts ist, Leute, mache ich nur kurze Pause und versuche herauszufinden, was los ist. Was uns fehlt, weil das ist irgendwie Kacke, ne? Muss auch überlegen, ob wir alle Quests gemacht haben von ihr. Ob das jetzt ein Bug ist? Ob das an dieser Ladezeit lag, die wir haben? Oder hatten? Ach, ich liebe diese Waffe. Die ist so schön.
Okay. Oder vielleicht haben wir ihn gebaut und ich habe ihn eingelagert, was glaube ich nicht geht. Oder habe ich den dabei? Nö. Hey, Roland. Bastelwerkstatt. Questgegenstände. Verstärker, da. Aber dafür brauche ich doch den Transponder und den Duplexer. Stellen wir ein bisschen groß her, vielleicht sparen wir dafür ein bisschen Platz, wer weiß. Vielleicht wiegt es dann nicht mehr so viel, was ich bezweifle, aber egal. Dann ist das ein bisschen komprimierter bei uns. Und ich kriege Erfahrung. Oder auch nicht, doch, ein bisschen. Doch, ich kriege ordentlich Erfahrung. Knochen, hier komm, Gork. Ich wette, ich mach gerade alles kaputt. All die Ressourcen, die wir über die ganzen Folgen gesammelt haben, alle für den Arsch. Oh, ich glaube, ich bin überladen. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee war. Egal, okay. Laborstation, haben wir hier noch irgendwas? Wir können schmelzen. Wir haben kein Blei. Ja. Na gut, Waffenwerkbank. Müssen noch ein Visier austauschen. Nein. Und zwar, wenn wir noch den hier neu bekommen, ne? Ja, ist jetzt auch nicht die Welt. Panzerbrechen 10 mm. Der war aber ab Stufe 50, deswegen können wir ihn nicht gebrauchen, ne? So. Haben wir etwas Neues dazu bekommen? Den hier will ich haben. Na gut, Schalldämpfer bleibt Schalldämpfer. Reparieren sollten wir vielleicht noch die Waffen, ne? Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Zuerst die wichtigen Sachen. Wir haben hier unser Kampfgewehr. Okay, der Rest ist jetzt nicht so wichtig. So. Du kannst weg. Gamma-Kanone. Scharfschützengriff. Sturmgewehr. Präziser Verschluss. Panzerbrechend. Justierter Stummellauf. Lang. Ah, gut. Langreichweite ist jetzt nicht so wirklich das Wahre. Auf jeden Fall nicht das, was ich haben möchte. Na gut, gucken wir mal in unsere Truhe, ob wir jetzt quasi dadurch, dass wir das alles komprimiert haben, Platz sparen. Nicht wirklich. Also haben wir es umsonst gemacht. Außer dass wir natürlich ein bisschen Erfahrung draus bekommen haben. So, das kann ich erstmal einlagern. Genauso wie dich hier. Dich. Clownsachen. Ja gut. Also gut, wir haben jetzt neue Informationen. Allerdings wissen wir nicht, wo wir den Scheiß herbekommen, ne? Okay, okay. Hören wir uns zuerst mal in Morgentown an. Vielleicht finden wir irgendwie mal einen Weg, das Ding zu lösen. Morgentown.
Aufseher-Logbuch, Morgantown. Früher war ich an den Wochenenden immer gerne hier, habe Flugstunden genommen. Jetzt fühlt es sich an, als wäre ich in einem Albtraum gefangen. Diese verbrannten Dinger sind überall. Ich habe mich still verhalten. Sie haben mich nicht gesehen. Ich konnte sie ein wenig beobachten, was auch immer diese Krankheit ist. Sie scheint die Wirte vollständig zu übernehmen. Diejenigen, die mal menschlich waren, erstarren schließlich. Wie in einer Art Stase. Und wenn sie zu lange in diesem Zustand bleiben, dann verbrennen sie. Von innen nach außen. Wie ein umgekehrter Vesuv. Ich habe mich gefragt, was die mögliche Ursache dafür sein könnte. Und dann habe ich meine Antwort bekommen. Das Vieh stürzte sich aus dem Himmel herab. Es kreischte, atmete, infizierte alles. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Aber wir müssen alle Optionen in Erwägung ziehen. Selbst die Bomben. Wir finden die Ursache für diese verbrannten Seuche und löschen sie aus, bevor sie sich jenseits von Appalachia ausbreiten kann. Aber immer der Reihe nach. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Krankheit auf uns ausbreitet. Offenbar haben die Responder eine Art Impfung entwickelt. Ich werde ihre Arbeit fortführen. Das sollten Sie auch. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Geh nicht auf mich, die anderen sind wichtiger. Okay. Alles gut. Oh Gott, ich habe meine Pumpgun nicht ausgerüstet. Alter. Au! Du bist ja nicht meine Waffe. Oh doch, hast du. Okay, mich interessiert nur die Todeskralle. Okay, dann machen wir hier weiter. Wobei ich da gleich noch hingehe, das könnte noch ein Fusionskern aussehen. Stim! Schwarzes Titan, lose Zahnräder. Zahnräder. Schrauben war das, was wir gebraucht haben. Naja. Hier ist ja noch eine Todeskralle. Hier ist ein Todeskrallennest. Mitten auf der Straße. Reisender Händler? Okay. Der hat Suizid begangen, als er bemerkt hat, dass keiner ihm was abkaufen wollte. Reisender Händler, ist klar. Hey, treten Sie näher, ich bin nur ein reisender Händler, wirklich. Ich zerfetze Sie nicht am Stück. Okay. Hier ist sonst nichts, ne? Gut, reisen wir weiter. Da geht's schon wieder ab. Was zum... 198, Junge, du hast kein Leben. 198! Das ist heftig. Definitiv. Ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Fehler, das Visier runterzunehmen. Ich denke, wir haben dann eine Menge Reichweite eingebüßt und deswegen treffen wir nichts mehr. Machen wir höchstwahrscheinlich das Visier wieder ran. Bei der nächsten Waffenwerkbank packe ich es wieder ran. Ja. Es nützt alles nichts, ne? Vielleicht packen wir ein anderes Visier rein, ein hochwertigeres. So. Ich will nur diese Quest machen. Ich will ehrlich gesagt den anderen Scheiß nicht machen. So, gammelt hier irgendjemand ab? Ja. Ganz genau. Ich habe gerade mit der Schrotflinte auf die Reichweite gesetzt. Wo ist der Bengel jetzt hin? Der warnt doch seine Freunde. Da haben wir noch einen Kollegen. Und wie sie alle tun, als wären sie tot.
Naja, gut, die sind auch ziemlich schwach. Aber ich schleiche trotzdem durch die Gegend, weil ich weiß nicht, ich finde es einfach ein bisschen angenehmer, wenn ich sie einfach alle ausschalte, bevor sie überhaupt sich bewegen können. Steht da jemand an die Wand? Da ist jemand reingebrannt worden, oder? Er ist eingebrannt. Crazy. Oh, okay. Du sahst lebendig aus, sorry. Da war, glaube ich, ein Erste-Hilfe-Taschen, ne? Ja. Ich habe meine Stims so ziemlich in letzter Zeit ein bisschen verbraucht. Ich muss mal wieder ein bisschen aufstocken. Quarantäne. Aber da wollen wir ja gar nicht rein. Oh, hallo, wer bist denn du? Leiche. So, noch ein Red Away mitnehmen. Perfekt. Was haben wir denn hier? Bekanntmachung zum Impfprojekt. Leute, ich habe tolle Nachrichten. Wie ihr wisst, hat Dr. Hudson ihre Forschung im Labor bei AVR Medical fortgeführt. Und jetzt hat sie sich gemeldet, um uns mitzuteilen, dass ihr ein bedeutender Durchbruch gelungen ist. Es sieht so aus, als würde das Impfprojekt gegen die verbrannten Seuche endlich umgesetzt werden. Drücken wir die Daumen und unterstützen Claire mit aller Kraft, damit sie ihre Arbeit abschließen kann. Unser Überleben hängt davon ab. Jeff Naku, hast du dich gesehen? Mach dich mit Dr. Hudsons Forschung vertraut, okay. Einführung. Diejenigen von uns, die um ihr Überleben in der Nachkriegswelt kämpfen, haben es mit zahllosen Bedrohungen zu tun. Allein die Suche nach sicheren und nachhaltigen Nahrungs- und Wasserquellen ist schon eine Herausforderung. Doch die seltsamen mutierten Kreaturen, die in der gesamten Region auftauchen, machen das tägliche Leben um ein Vielfaches gefährlicher. Keine dieser Bedrohungen ist jedoch vergleichbar mit den Verbrannten. Um diese Monster des Ödlands besser zu verstehen, habe ich mir die Zeit genommen, sie zu beobachten und Informationen von denjenigen zu sammeln, die Begegnungen mit ihnen überleben konnten. Es gibt immer noch wesentlich mehr Fragen als Antworten. Allerdings glaube ich, gewisse Fortschritte beim Verstehen dieser geheimnisvollen und furchterregenden Kreaturen gemacht zu haben. Einzelheiten zu spezifischen Themen folgen. Die Frage ist, was essen die Typen überhaupt? Ich meine, jahrelang waren da nirgendwo irgendwie was Essbares, außer vielleicht mutierte Tiere. Ich glaube nicht, dass die mutierte Tiere gejagt haben. Brandbestien. Bei diesem Namen denkt man an schreckliche Bilder riesiger mutierter Fledermäuse, die den Boden vergiften und Lebewesen in ihre tödlichen Sklaven verwandeln. Das ist so im Einzelnen das, was sie ausmachen, ja. Zum ersten Mal haben wir von den Brandbestien durch die stählerne Bruderschaft erfahren, deren Soldaten im Südosten auf die Kreaturen getroffen waren. Anfangs glaubte niemand, dass das, was sie beschrieben, real sein könnte. Wir gingen davon aus, dass es sich um eine erfundene Geschichte handelte, um der Bruderschaft eine Rechtfertigung für das Beschlagnahmen unserer Munition und Vorräte zu verschaffen. Wir irrten uns. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal eine dieser Monstrositäten sah. Schwarze Flügel vor einem blutroten Sonnenuntergang. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Wir wissen viel zu wenig über diese Kreaturen, können aber sagen, dass sie nicht rein nachtaktiv sind. Für sie scheint es keinen Unterschied zu machen, ob sie allein oder in einer kleinen Gruppe unterwegs sind. Außerdem sind sie höchst aggressiv. Was jedoch noch schwerer wiegt, ist die Tatsache, dass sie in gefährlichem Maße radioaktiv sind, was meines Erachtens ein wichtiger Hinweis auf ihren Ursprung sein dürfte. Falls wir jemals ein Exemplar für Untersuchungen in die Finger kriegen, könnten wir eine Menge über sie lernen. Leider kommt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einem Todesurteil gleich, sich in der Nähe einer Brandbestie aufzuhalten. Und das nicht nur wegen der Strahlung. Darauf werde ich im nächsten Abschnitt näher eingehen. Die verbrannten Seuche. Ich würde gerne ausführlich erläutern, worum es sich bei der verbrannten Seuche handelt und wie sie verläuft. Zurzeit wissen wir jedoch so wenig darüber, dass das ganz einfach unmöglich ist. Offen gesagt finde ich das verdammt frustrierend. Was wir wissen ist, dass Lebewesen, die in Kontakt mit einer Brandbestie kommen, gelegentlich mutieren. Die Haut des Opfers wird dunkel, fast schon schwarz und riecht nach Asche. An diesem Punkt beginnt irgendein biochemischer Vorgang. Auf dem Körper des
Opfers bilden sich heftig brennende Läsionen. Die betroffenen Kreaturen scheinen wie von glühender Asche bedeckt zu sein. Im Falle von Menschen verschwinden die höheren geistigen Funktionen und werden ersetzt durch eine extreme, fast schon animalische Aggressivität. Diese derart umgewandelten Kreaturen nennen wir Verbrannte. Es muss wohl nicht erwähnt werden, dass es sowohl entsetzlich als auch herzzerreißend ist, mit anzusehen, wie ein Freund oder geliebter Mensch so etwas durchmacht. Am schlimmsten jedoch ist, dass wir eigentlich nichts dagegen tun können. Eigentlich, deshalb wir... Deshalb... Eigentlich. Deshalb, weil wir gegenüber Informationen über die verbrannten Seuche sammeln konnten, um vielleicht einen Impfstoff dagegen zu entwickeln. Es ist alles noch ziemlich ungewiss, doch kürzlich haben wir einige Ausrüstungen im AVR Medical Center gefunden, die noch in recht gutem Zustand sind. Mit den richtigen Anlagen und reichlich verbrannten für Untersuchungen könnten wir eine Möglichkeit finden, dieser furchtbaren Krankheit etwas entgegenzusetzen oder sie möglicherweise sogar zu heilen. Das wird sich noch herausstellen. Taktiken gegen Verbrannte. Ich hoffe, eines absolut klar gemacht zu haben. Die Verbrannten sind tödlich. Bei ihnen handelt es sich um nichts Geringeres als eine existenzielle Bedrohung. Wenn wir keine Möglichkeit finden, sie zu besiegen oder wenigstens einzudämmen, werden sie sich überall ausbreiten und alles, was ihnen im Weg steht, verwandeln oder vernichten. Wir wissen nicht annähernd genug über sie, um wirklich Taktiken zu entwickeln. Unsere bisherigen Informationen laufen auf Ansätze hinaus, die der gesunden Menschenverstand beim Umgang mit allen tödlichen Raubtieren gebietet. Diese Punkte werde ich nachfolgend zusammenfassend. Wenn du das Pech hast, einer Brandbestie zu begegnen, höchstwahrscheinlich, weil sie beschlossen hat, dich zu jagen, unternimm alles in deiner Macht Stehende, um dich von ihr fernzuhalten. Wenn du eine Schusswaffe hast und einen abgeschlossenen Bereich finden kannst, um daraus zu feuern, ist das ideal. Brandbestien sind zu groß für kleine Räume. Denk daran, dass Brandbestien eine hohe Strahlung abgeben. Das und ihre kraftvollen Bisse sollten dich auf jeden Fall dazu veranlassen, unter allen Umständen auf Abstand zu bleiben. Wenn du keine andere Wahl hast, nimm Red-X, bevor du die Kreatur im Nahkampf angreifst. Verbrannte Menschen sind wild und tödlich. Obwohl ihre Sprachfähigkeit eingeschränkt ist, darfst du nicht glauben, dass sie dumm sind. Sie besitzen noch genügend Intelligenz und Erinnerung, um Schuss und andere Waffen zu benutzen. Außerdem sind sie aggressiv gegenüber nahezu allem, was sie als potenzielle Bedrohung wahrnehmen. Kämpfe gegen die Verbrannten wie gegen einen Raider, wenngleich auch einen, der sich mit einer tödlichen Seuche angesteckt hat. Es ist von äußerster Wichtigkeit, auf Abstand zu bleiben, um das Risiko einer Infektion zu minimieren. Bleib fast möglich in Deckung, aber zieh dich zurück, wenn es sein muss. Lass die Verbrannten nicht zu nahe herankommen. Ich weiß, viel ist das nicht. Es gibt noch eine Menge über diese Kreaturen zu lernen, aber hoffentlich ist es dir wenigstens eine kleine Hilfe. Damit wäre mein Bericht beendet. Ich finde, den Kampf gegen die Brandbestie, der hat sie ein bisschen zu lasch rübergebracht. Klar, Brandbestien sind gefährlich, aber eine Chance habe ich momentan halt nicht. Und dann hat sie wiederum andererseits halt die Verbrannten als Riesenbedrohung hingestellt. Dabei laufen die rum und kassieren einfach nur. Nachrichten. Hat jemand Larry Pickerman gesehen? An alle, bitte haltet nach Larry Pickerman Ausschau. Er wird seit einigen Tagen vermisst. Falls ihr noch keine Bekanntschaft mit ihm gemacht habt, er ist ungefähr 1,82, hat braunes Haar, grüne Augen und ist Mitte 50. Er kam zusammen mit der letzten Flüchtlingsgruppe an. Er ist euch vielleicht noch als der Elektriker in Erinnerung, der ungebeten an unserem Hauptcomputer gearbeitet hat. Er tat dies bestimmt in guter Absicht, doch wir waren gezwungen, ihn aus der Kommandozentrale zu entfernen. Ich hoffe jedenfalls, dass es ihm gut geht. Er hat sich meinen einzigen Schraubenzieher geborgt, den ich gerade sehr dringend brauche. Wenn ihr Larry also seht, schickt ihn bitte zu mir. Ja, aber das bringt uns alles nicht weiter. Das haben wir auch schon mal gelesen, glaube ich, ne? Haben wir gerade sehr bekannt vor. So, okay. Gelesen haben wir schon mal. Jetzt geht's weiter. Und zwar dahin. Nein. Ich habe irgendwas bekommen. Somerset Spezial. Ignoriert 50% der Rüstung deines Ziels. Vorbeugung ist besser als heilen. Kriegen wir jetzt eine Impfung? Okay, folgendes erstmal.
muss ich die tägliche Quest abschaffen. Ah, schön. Dann gucken wir, wo wir hin müssen. Ah, das ist ja praktisch. So, dann gucken wir, was wir bekommen haben. Die Frage ist, wozu brauchen wir das? Aber das ist, die Waffe ist nicht schlecht. Die werden wir ausrüsten. Die Frage ist nur, welche Kreaturen haben Rüstung? Die Verbrannten eventuell, oder? Kann man Roboter als Rüstung zählen? Ich weiß ja nicht. So, kann ich den verbessern? Wir können ihn sogar noch verbessern. Wobei das hier wahrscheinlich auch schon das Beste aller Dinge ist, ne? Aber wir können die Reichweite verbessern. Ich habe keinen Kleber. Goldlackierung! Die habe ich mir gekauft! Oh. Yay. Sieht zwar mit dem Visier kacke aus, aber egal. Ja gut, wir brauchen Kleber. Präzision. Aber da verbessert sich doch gar nicht die Reichweite mit dem. Wo ist das Visier, was wir vorher hatten? Wieso ist das weg? Na gut, dann brauchen wir auch nicht. Dann müssen wir da auch jetzt nichts mehr ranmachen. Das Visier ist weg. Keine Ahnung. Ist verschwunden. Süße Bohnen. Nein, danke. Miguels Terminal? Das soll ein Terminal sein? Baupläne. Kommt mir aber bekannt vor, also denke ich mal, dass wir das schon hatten. Ja gut, lass uns nach Hause reisen. Wie viel Schaden macht unsere jetzige Waffe? Nicht viel, ne? Vielleicht nehmen wir die 44er schon mit. Wir müssen irgendwo auch eine Kleberquelle finden. Ich glaube, ich werde nach der Aufnahmesession heute mal die verschiedenen Werkstätten aufsuchen und gucken, wo ich am besten Kleber farmen kann. Könnte mir, ich weiß aber nicht wo. Google hilft. Google hilft immer. Werden die Gegner gespawnt? Nein. So, noch ein bisschen was essen. Ziemlich grün da hinten. Ich glaube, ich habe noch ein paar Sachen, die ich auseinanderbauen wollte, oder? Nee. Was wollte ich jetzt hier? Warum bin ich eigentlich nach Hause gekommen? Stimmt, Munition. So, 200 Stück. Ja, wieso nicht? Wie viel wiege ich? Oh, das geht noch. Hat zwar keinen Schalldämpfer, aber hey. Da, wo wir hingehen, reicht, glaube ich, auch sogar die Waffe. Wir wollen ja dahin. Ja, das neue Bild. Guckt es euch an. Pizza. Das freut mich. Ach du Scheiße, wir sind ja so... ein bisschen über der Zeit, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.